Gesundheit aktuell. Heute vor dem Volksentscheid. Rauchentwöhnung. Welche Methode hilft wirklich? Es wird ein Duell geben. Ein Duell zwischen Befürwortern und Gegnern. Noch ist Rauchen erlaubt. Zum Beispiel in Kneipen kleiner als 75 Quadratmeter, wo vorwiegend Getränke verkauft werden. Auch in Nebenräumen von Gaststätten. Entscheidet das Volk am 4. Juli aber für das absolute Rauchverbot, heißt es in Bayerns Gastronomie endgültig Rauchen ade. Ben Werner weiß noch nicht, wo er sein Kreuz setzt. Er raucht täglich 40 Zigaretten. Bisherige Versuche aufzuhören scheiterten. Irgendwann setzt halt der Kopf wieder ein, du suchst nach Gründen. Es ist die Gewohnheit, ich habe 25 Jahre gemacht, täglich. Du gewöhnst dich dran, es ist ganz klar eine Sucht, es ist eine Abhängigkeit, die nicht ohne ist. In Deutschland rauchen etwa 18 Millionen Erwachsene. 70% sind abhängig. Jeder Dritte versucht aufzuhören. Doch wer morgen aufhören will, hat nur eine 5%ige Chance, dass er ein Jahr später noch rauchfrei ist. Die Rückfallquote ist höher als bei Alkohol- oder Heroinsucht. Wie also davon loskommen? Gesundheit hat die wichtigsten Methoden auf den Prüfstand gestellt. Alternative Therapien. Hier spielt vor allem Akupunktur eine Rolle. Das Nadeln soll die Entzugssymptome lindern, die Suchtintensität senken und das Verlangen vermindern. Es gibt allerdings keine eindeutigen wissenschaftlichen Belege. Doch bei manchen Menschen scheint das Verlangen nach der Zigarette abzunehmen. Auch Hypnose gehört zu den gängigen Verfahren. Der Therapeut dringt ins Unterbewusstsein vor. Hier haben Verhaltensweisen und Gewohnheiten ihren Ursprung. Durch Hypnose können sie verändert werden. Der Raucher soll das Interesse an der Zigarette verlieren. Aber auch hier gibt es keine eindeutigen wissenschaftlichen Ergebnisse. Ich unterstütze beide Methoden. Ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass jemand zum Akupunktur geht und nach einem Stich ins Ohr oder so aufhört zu rauchen. Weil einfach Rauchen eine Erkrankung ist, die man über 20, 30 Jahre hat und sehr viele Gelegenheiten im Alltag einfach damit verbunden sind, eine starke psychische Abhängigkeit da ist. Es sind aber sehr gute unterstützende Maßnahmen. Deshalb gibt Gesundheit nur einen von 4 Punkten. Nikotinpräparate. Sie gibt es rezeptfrei ab 8 Euro aufwärts in jeder Apotheke. Nikotinkaugummis, Pflaster oder Inhalatoren. Sie enthalten, anders als Zigaretten, weder Teer, Kohlenmonoxid noch krebserregende Substanzen. Die Kaugummis eignen sich für Raucher, die maximal 15 Zigaretten pro Tag rauchen. Nikotinpflaster sind eher für starke Raucher. Der Vorteil, sie geben kontinuierlich Nikotin an den Körper ab. Alle Präparate gibt es in verschiedenen Stärken. Nikotin ist dann sehr wirksam, wenn es hochdosiert und richtig angewendet wird und lang genug. Das reicht also nicht nur eine Woche, sondern es muss mehrere Wochen richtig dosiert angewendet werden. Dann ist es eine sehr hilfreiche Substanz und man kann mit den meisten verfügbaren Medikamenten die Aufhörwahrscheinlichkeit verdoppeln, was schon mal sehr toll ist. Chance verdoppelt, deshalb 2 von 4 Punkten. Antiraucherpillen. Sie gibt es mit dem Wirkstoff Vareniclin oder Bupropion. Beide sind rezeptpflichtig. Eine 3-Monats-Packung mit dem Wirkstoff Vareniclin kostet zum Beispiel 330 Euro. Teuer, aber für viele rechnet es sich. Das ist eine Substanz mit einem, wir sagen, dualen Wirkmechanismus. Das nimmt einerseits eine Entzugserscheinung, andererseits nimmt es die belohnenden Eigenschaften der Zigarette. Das heißt, die Zigarette macht praktisch gesagt einfach weniger Spaß. Eine schöne Substanz, die die Aufhörrate bis zu verdreifachen kann. Deshalb gibt Gesundheit 3 von 4 Punkten. Der Nichtraucherkurs. Hier gibt es keine Schockbilder mit Raucherlungen. Die Raucher lernen, welchen positiven Gewinn sie durchs Nichtrauchen haben. Sie werden psychotherapeutisch betreut und je nach Kurs auch medikamentös behandelt. Wichtig, nur zertifizierte Kurse werden von der Kasse zu 2/3 übernommen. Die Erfolgsquote, zum Beispiel beim sogenannten Rauchfrei-Programm, unterstützt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, liegt bei rund 40%. Medikament alleine hilft nicht so gut, Psychotherapie alleine hilft nicht so gut, hilft aber beides. Aber in Kombination ist das sicher der Königsweg zur Rauchentwöhnung und das Erfolgreichste eigentlich.
Für diese Kombination gibt es deshalb die volle Punktzahl. Ben Werner wird es übrigens wieder probieren. Denn jeder neue Versuch ist es wert.